Ich bin ein ziemlich großer Fan von dem Shipping zwischen Dipper und Pacifica, aber viele sehen eher die Liebe bei Dipper und Randy. Aber warum mein Favorit nicht nur eine persönliche Präferenz ist, sondern auch eigentlich besser für die Story ist oder halt wäre, das erzähle ich euch in diesem Video. Sollten euch also Videos rund um Cartoons wie Gravity Falls gefallen, dann lasst einfach ein Abo da und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Der Fokus von Gravity Falls liegt ja jetzt auch nicht darauf, dass Dipper unbedingt eine Freundin bekommen soll, sondern sein Crush auf Wendy ist einfach nur ein kleiner Teil davon. Und seine Beziehung zu Pacifica ist wichtig für ihre Charakterentwicklung, aber es geht mehr um die Abenteuer und die Sache, dass halt diese Beziehungen, also dass Wendy und Pacifica da sind, um diese Abenteuer so ein bisschen zu beeinflussen, aber das halt nicht, damit es im Vordergrund steht, sondern einfach für ein bisschen Spannung. Dippers Verhalten ist eben auch nicht das eines typischen 12- bis 13-Jährigen, den wir so aus anderen Filmen oder Serien kennen. Er fängt jetzt nicht an, Wendy zu Tode zu simpen oder sie mit einem anderen Mädchen eifersüchtig zu machen. Klar, er versucht sie rumzukriegen, zum Beispiel mit der Zeitreise, aber er manipuliert nicht sie direkt, sondern er versucht sich selber einfach ein bisschen cooler darstellen zu lassen. Was ihm aber auch nicht am wichtigsten ist, denn seine Schwester steht halt deutlich nochmal darüber. Oder halt auch einfach mal das Abenteuer an sich oder die Suche nach der Wahrheit ist ihm auch nochmal irgendwie wichtiger, als diesen Crush rumzukriegen. Wendy sieht Dipper auch vielmehr als einen guten Freund und vielleicht auch so ein bisschen wie einen kleinen Bruder. Sie hängt einfach nur gerne mit ihnen rum, aber ihre Interessen liegen halt nun mal bei Jungs in ihrem Alter. Die wenigsten 15-jährigen Mädchen würden sich für einen 12-Jährigen entscheiden. Es wäre einfach nicht der normale Verlauf der Dinge, ne? Also es wäre ein bisschen weird. Zudem wäre es für den Plot doch auch ein wenig, naja, unbesonders, wenn Dipper und Randy am Ende zusammengekommen wären. Klar, man hätte noch ein bisschen mehr auf die Tränendrüse drücken können, damit man halt am Ende ein bisschen mehr Emotionalität noch hat, wobei das Ende ja schon emotionales Fuck ist. Aber ja, wäre es doch wirklich spannender zu sehen, wie sich Dipper und Pacifica gegenseitig beeinflussen, anstatt einfach zwei Freunde, die sich halt gut verstehen, in eine Beziehung zu zwingen. Die beiden würden halt zusammen wahrscheinlich nicht so spannende Charakterentwicklungen durchmachen wie Dipper und Pacifica gemeinsam. Aber wie seht ihr das? Habe ich komplett Unrecht oder stimmt ihr mir zu? Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten findet ihr hier meine gesamte Playlist über Gravity Falls und auch mein Video über das Shipping in The All House zwischen Amity und Lucy.